befinden sich hier vor dem ältesten Speicher Hamburgs, der heute Museum ist, Internationale Maritime Museum Hamburg. Und hier sind früher alle Ladungen umgeschlagen worden. Hier sind auch manche der Auswanderer zu ihren Schiffen gebracht worden von den Barkassen. Und die Nachfolger von ihnen alle begrüße ich heute. Von einem holländischen Tanker. Wir wollten immer etwas haben, das auf das Schifffahrtsmuseum hinweist. Und ich habe mir immer gewünscht, eine Schraube zu haben, genauso wie auf der anderen Seite die Anschlungstonne Elbe 1. Und dann haben wir gesucht und haben eines Tages eine gefunden. Und die ist uns dann auch gestiftet worden von den Holländern. Denn interessant ist ja, dass bei diesen technischen Dingen auch die Eleganz so eine Rolle spielt. Alles, was der Strömungslehre unterworfen ist, ist auch automatisch elegant und natürlich. Für uns ist das Schiff Mittelpunkt der Weltgeschichte, denn ohne Schiff bei 70% Wasser auf der Erde wären die Menschheit nie zusammengekommen. Und für uns ist hier eben das Schiff Mittelpunkt und auch Lebewesen. Und angefangen hat das Ganze, dass mir meine Mutter, als ich 5 Jahre alt war, das ist nun der Mensch schon fast 80 Jahre her, dieses kleine Modell hier schenkte. Das war 1933, ein Küstenmotorschiff von 500 Tonnen, kostete damals 50 Pfennig. Und das ist eigentlich der Urvater des ganzen Hauses hier. Denn dieses Modell hat mich dann in meiner Jugend ungeheuer fasziniert und ich wollte mehr wissen. Und dann kam das zweite Modell, dann kam das dritte Modell, dann kam das erste Buch. Und von irgendeinem Punkt an, das weiß jeder Sammler, wird es eine Krankheit. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Auf alle Fälle nach 70 Jahren oder 80 Jahren Sammelei ist dann das Haus hier entstanden. Ja, hier befinden wir uns in der Yachtabteilung, also Sportabteilung. Das ist immerhin interessant, dass die Fürsten im Mittelalter das Sportsegeln entdeckt haben, was sich dann in der Zwischenzeit zu einem Massensport ohnegleichen entwickelt hat. Und wir zeigen hier die Geschichte. Hier ist zum Beispiel eine der Yachten des deutschen Kaisers, Kaiser Wilhelm II., die Meteor, ein berühmtes großes Schiff. Und hier haben sie daneben gleichzeitig den Beginn einer Segelgeschichte. Jedes Kind, jeder Junge, der segeln will, fängt meistens mit solch einem Optimisten an. Das ist schon sehr wichtig hier. Hier haben wir viele Unikate und über 90.000 Bücher, die alle mit der Schifffahrtsgeschichte zu tun haben. Ja, ich werde immer gefragt, ob ich denn alle Bücher gelesen hätte hier. Und da sage ich, nein, fast nur durchgeblättert. Aber dieses hier ist eine ganz wichtige, im Grunde die Seele des Hauses. Nicht, was wir hier haben an menschlichem Geist versammelt, ist ungeheuer. Und ohne Bücher geht es nicht. Und wir haben hier eine ganze Reihe von Unikarten, also Bücher, die es praktisch nur noch einmal gibt auf der Welt. Auch wir haben zum Beispiel Seekarten von Nelson. Ähnliches. Hier sind wir im Magazin, alle die Sachen, die wir nicht ausgestellt haben. Aber ich denke, dass der Blick hier runter schon mal ganz beeindruckend ist. Die Rigma Rigmas ist ein altes Segelschiff, das lange, viele Jahre unter portugiesischer Flagge fuhr. Dann völlig kaputt war, dann von in Deutschland zurückerworben wurde und nun als Museumsschiff in Hamburg liegt. Und jedes Jahr wurde immer jemand hier aus Hamburg als Ehrenkapitän ernannt und kriegte diese Uniform dazu. Das ist meine, als ich Ehrenkapitän wurde. Und Sie sehen hier viele Gemälde und für mich, gerade für die Schifffahrtsforschung, ist die Marinemalerei extrem wichtig. Es gibt sie erst seit 500 Jahren und es haben viele Länder sich verewigt
durch ihre Maler. Denn was wüssten wir aus früherer Zeit, bevor es die Fotografie gab, ohne die Maler? Die Engländer haben heute noch auf ihren Kriegsschiffen Maler bei Einsätzen. Und Engländer sind besonders stark vertreten in der Schifffahrtsgeschichte, weil sie immer von vornherein Maler mitgeschickt haben. Zum Beispiel auch auf den Schiffen Nelsons waren immer Maler bei, die in der Schlacht auch malen mussten. Von jedem Gemälde haben wir hier eine Mappe. Und wenn jemand was wissen will darüber, über das Bild, über den Maler, kann er sie hier aufmachen und rausziehen. Also jedes Stück hier im Hause hat seine Sammelgeschichte. Hat erstmal seine Geschichte selbst, dann hat es die Geschichte, wie man da rangekommen ist. Und jedes Stück ist auch Menschheitsgeschichte. Nicht? Denn jedes Stück gehören irgendwie Menschen dazu. Und daran liegt mir, die wieder erstehen zu lassen. In jeder Rolle befinden sich die Originalbaupläne von 2-3 Schiffen. Insgesamt haben wir hier 60.000 oder 70.000 Originalpläne von Schiffsbauten, Neubauten. Dieses dürfte die größte Plansammlung von Schiffen sein auf der Welt. Wir haben, wenn Werften kaputt gehen oder eingehen, dann versuchen wir immer, ihren Bestand zu erhalten. Denn diese Pläne sind die Basis eines jeden Schiffes. Es ist unglaublich, was Menschen so alles sammeln, herstellen, bauen. Und wenn sie ins Alter kommen und dann nicht mehr wissen, wohin und Angst haben, dass das Ganze untergeht, dann sind das meistens, kommen sie zu uns mit dem Auftrag, dass wir es erhalten sollen. Und das ist uns wichtig. Denn jedes Stück hier im Hause hat irgendwas mit Menschen zu tun. Und es kommt uns darauf an, die auch für die Zukunft zu erhalten. Wichtig ist immer bei allen diesen Sachen internationales Museum. Wir sind das einzige auf der Welt. Fast alle anderen Marinemuseen sind national, lokal oder regional. Uns liegt daran, dass der Mittelpunkt nicht das Schiff ist. Und um das Schiff dreht sich die ganze Weltgeschichte. Also die Araber sind sehr bemüht um ihre eigene Geschichte, auch um ihre eigenen Schiffstypen, die Dhows, die ja eine gewisse Ähnlichkeit haben mit den chinesischen Chunken. Und da kommen wir zurzeit eine ganze Menge. Wir haben auch eine richtige Abteilung Vorderorient und Asien, wo überhaupt Verwandtschaft ist, also über Jahrtausende in den Schiffstypen. Also wir möchten gerne so viele Schiffstypen, wie es gegeben hat, auch hier haben. Und hier haben wir von einer alten Dame bekommen eine Riesensammlung an Muscheln und sie hat jede dieser Muscheln auf der Weltkarte eingesteckt, wo die herkommen. Das heißt also, wenn Sie hier die Karte sich angucken, können Sie sehen, dass das Band der Muscheln sich in der Mitte um die Erde herum bewegt. Oben und unten sind praktisch keine. Ich finde das also hinreißend und unglaublich. Und das sind ja alles Kunstwerke der Natur. Das ist ein uralter Torpedo, der aber eine wichtige Einrichtung hat, die bis heute gilt. Denn ein Torpedo hat 2 Schrauben als Antrieb, die gegeneinander laufen, sonst würde er nicht gerade laufen. Und um 2 Schrauben auf eine Achse zu bekommen, wurde dieses Getriebe hier erfunden. Da kann man mal sehen, wie kompliziert und aufwendig solch ein Torpedo ist. Die sind heute noch bei der Marine im Einsatz. Da drüben haben wir Wasserbomben, dort haben wir Minen, Grundminen und da ganz hinten ist eine Granate von der Bismarck. Die ist auf dem Grund und hat elektrische Kontakte. Jedes Mal, wenn ein Schiff drüber wegfährt, wird ein Kontakt ausgelöst. Und je nachdem, sagen wir mal, 10 Kontakte, dann können 9 Schiffe drüber wegfahren und der 10. fliegt in die Luft.